Herzlich willkommen zurück bei Edna bricht aus. Wir sind stehen geblieben, dass wir uns den Wartungskontrolle angeguckt hatten, die Edna nicht anfassen wollte. Durchs Gitter konnten wir auch nicht gucken. Das Manometer wollte sie auch nicht umstellen, HW ebenso nicht zerstören. Wir hatten Pokés im Screen gehört und wir gehen mal nach unten und schauen, was sich da noch so verbirgt. Da ist ein Loch und jede Menge verbogener Löffel. Hier sieht's aus, wie bei Uri Geller unterm Sofa. Schlimm. Löffel reden. Wer hat euch das angetan? Keine Reaktion. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Ach, schreibe doch mal rein ins Loch. Hallo? Jemand zu Hause? Huch? Ja? Was gibt es? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Mein Name ist Almilio Sanchez di Mubelfrup. Aber die Leute nennen mich meistens Allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Almilio. Kapier ich nicht. Wie nett Edna und China ist es ja alles. Unfassbar. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Denken nicht, dass wir einen Löffel dabei haben. Aber die Tonschicht hört sich da schon mal gar nicht so schlecht an. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal den Ton für den Schlüssel, Mister. Okay. Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es! Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blasse. Der ist stutter als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Das stimmt wohl, das mit dem. Ich glaube, das mit dem Problem wird auch noch werden, das Auto und der Hof und das. Ich denke nicht, dass da hier nur zwei Angestellte rumrennen oder vier sind es ja. Zwei haben wir ausgeschalten. Und zwei sind unten. Einmal der vor nichts eine Ahnung hat und einmal der am Eingang sitzt, der Alte, ne? Und Dr. Marcel ist ja auch noch irgendwo, ne? Alles klar, Emilia. Viel Glück, ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Ich denke, dass wir einen anderen finden werden. Okay. Alles klar. Ja, eigentlich eine meiner Lieblingsrätselketten. So jeder Step für sich betrachtet, ergibt so scheinbar Sinn oder so auf so Edna-Niveau halt so angemessen Sinn, sage ich mal. Aber wenn man so das große Ganze zusammennimmt, dann kratzt man sich doch im Kopf und denkt, hä? Die Sache mit den Löffeln in der ganzen Anstalt, also lange bevor Edna in diesen Screen kommt, ja, dieses Foreshadowing, ich glaube, das finde ich daran so interessant. Langsam bevor Edna in diesen Screen kommt oder überhaupt irgendwie in den größeren Bereich der Anstalt kommt, bereits im ersten Raum wird etabliert, dass heute Wünsch dir was Tag in der Kantine ist. Dann wird halt irgendwie Schritt für Schritt aufgebaut, dass es in der ganzen Anstalt keine Löffel mehr gibt und dass die Leute deswegen halt irgendwie improvisieren müssen. Und hier sehen wir Almo, der halt irgendwie unbedingt mit Löffeln halt seinen Fluchttunnel graben muss, weil es sich einfach gehört, den mit Löffeln zu graben. Beim Barmann wiederum, weil er keinen Löffel gefunden hat, benutzt er eine Schaufel als Löffel, weil die Insassen schon längst gar nicht mehr wissen, wie richtige Löffel aussehen, hält er auch die Schaufel für einen Löffel. Und ja, wir kriegen zwar die Schaufel recht schnell, aber es ist dann doch im Endeffekt ziemlich schwer, Almo davon zu überzeugen, dass ein adäquater Ersatz für seinen Löffel ist. Deswegen nimmt er diese Schaufel nur sehr widerwillig als Löffelersatz an. Kleiner netter Nebengag ist natürlich, dass halt die verbogenen Löffel, weil Almo halt langsam alle Löffel verbogen hat, halt irgendwie diesen einen schönen kurzen, mal kurzen Kommentar von Edna lostreten können. Hier sieht's ja aus wie bei Uri Geller unterm Sofa.
Das ist irgendwie einfach schön. Also müssen wir jetzt wieder zurück in die Bar am besten und den Spaten holen. Unten gab es weiter jetzt nichts mehr. Wir gehen, denke ich, in Richtung Treppe dann langsam wieder. Und hören dann aber gleich nochmal Poki, wenn wir über der Treppe sind. Den haben wir nämlich letztens ausgelassen. Screens, in denen eine Treppe zu sehen ist. Für solche Screens bekomme ich, wenn ich die auch nur skribble, bekomme ich mittlerweile Prügel dafür. Weil Treppenanimationen halt durchaus sehr komplex und schwierig sein können für 2D-Artists. Besonders, wenn sie mit mehr als 2 Frames pro Stufe auskommen sollen. Ich habe mir damals überhaupt keine großen Gedanken darüber gemacht. Fürchte ich. Ich habe die einfach gemacht. Ich dachte halt, Treppe, na und? Ja. Hier, das Graffiti vorne an der Wand, das hat natürlich auch noch eine interessante Geschichte. Und zwar ist der Ursprung dieses wunderschönen, gelungenen und treffenden Dr. Marcel-Graffitis, nämlich auch die geheimnisvolle, verloren gegangene dritte Rückblende. Hier lernt Edna ihre dritte Harvey-Fähigkeit, die ebenfalls im fertigen Spiel nicht mehr gebraucht wurde. Und zwar von niemand geringeren als von Michael Jackson, der nämlich, was die wenigsten wissen, auch ein talentierter Sprayer ist. Den Moonwalk. Dritte Harvey-Fähigkeit, Moonwalk. Darauf musst du dir verzichten. Die Idee zu dieser Fähigkeit stammt übrigens aus meinem allerersten Adventure, das ich damals zu Schulzeiten gemacht habe. Da können wir gar nicht alt gewesen sein. Und zwar in der Projektwoche haben wir versucht, ein Adventure zu machen. Und unser Charakter ist immer so geschlurft, weil wir es einfach nicht hinbekommen haben, die G-Animation, also wir haben es damals mit Visual Basic gemacht, auf einem Amiga sonst wie viel. Das war noch vor der PC-Zeit. Und unser Hauptcharakter, den wir halt in Pixelgrafik zusammengepixelt haben, wir haben einfach diese G-Animation halt nicht timen können. Und deswegen hat er immer gemoonwalked, wenn er lief. Und besonders schlimm war es, dass an manchen Stellen der Charakter halt rückwärts lief. Also einfach die Rückwärts-G-Animation halt, also die Vorwärts-G-Animation abgespielt wurde, obwohl er halt in die falsche Richtung lief. Und da sah es dann tatsächlich so aus, als würde er moonwalken. Und ich dachte, das kann ich leicht wieder herstellen. Entsprechend kann ich auch halt, ohne eine neue Animation zu zeichnen, Edna diese neue Fähigkeit zu geben, zu moonwalken. Das war geplant für die Rückblende. Eigentlich schade, dass es rausgeflogen ist. Warum ist das rausgeflogen? Ach, naja. Schade eigentlich, dass es rausgeflogen ist. Das hätte ich gern gesehen eigentlich, weil, gut, Michael Jackson muss man sagen, er war ein talentierter Sprayer, ne? Gut, wir sind jetzt hier. Ach, das ist der Ausgang, der verschlossen ist, was gesagt worden ist. Guck mal, das Welcome-Schild vor der verschlossenen Tür. Schon so, willkommen in der Freiheit wahrscheinlich oder so. Die wird jetzt gelb, die ist weiß. Ah, Poki ist wieder da. Ich möchte das Augenmerk auf die Fußmatte richten, die tatsächlich auf dem Weg nach draußen liegt und auf der die Worte Willkommen stehen, so dass man sie lesen kann, wenn man nach draußen geht. Das so viel heißt wie hau bloß ab. Das ist halt irgendwie so ein Gag ist, über den ich mal sehr gelacht habe. Also ich weiß gar nicht, das muss irgendwie, als ich 14 war oder so. Ich habe mich an diese Geschichte erinnert, die mir mein damals bester Freund wir haben die zusammen ersponnen oder so, um halt irgendwie bei Leuten, bei denen man so überhaupt nicht willkommen ist, halt uns vorzustellen, wie die ihre Fußmatten auslegen würden und sie würden es genau so tun. Da haben wir damals sehr viel drüber gelacht, das weiß ich noch. Und deswegen habe ich auch diese Fußmatte hier reingezeichnet. Hat niemand verstanden. Niemand verstanden. Ich wünschte, ich wäre wieder 14. Also wir haben es verstanden und ich finde die Idee eigentlich auch recht lustig. Ach, wir können sie sogar angucken. Da steht Willkommen drauf. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Ja, liebe Edna. Das ist Sarkasmus. Guck mal, Harvey, da steht Willkommen. Dann muss dahinter die Freiheit sein. Denn in der Freiheit sind alle Menschen willkommen. Muss man sich die Schuhe abputzen, bevor man in die Freiheit geht? Nein, keine Angst. Die Freiheit hat diesen weißen Teppich, den jeder schmutzig machen darf. Sir Harvey denkt genauso wie ich. Hm? So Bescheid. In diesem Bild tritt Captain Unbrauchbar aus Versehen in das Katzenklo von Unbrauchbar Cat.
Toll. So, wir sind in der Küche. Da haben wir einen großen Topf, einen kleinen Schubladen, Topflappen, Handtücher, einen Speiseplan. Na? Können wir uns nicht angucken? Nö. Irgendwie. Doch. Heute ist Wünsch dir was Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Wahrscheinlich, weil nirgendwo einer sitzt, können wir den benutzen. Geht das nicht. Vier Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. Der kommt mit. Alles klar, den können wir sogar mitnehmen. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Na, dann mal gucken, was wir mitnehmen können. Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Edna, du und dein Sarkasmus, also... Echt gut befreundet. Handtücher, Schmandtücher, Fitzifatzi, Pfannentücher. Was einem mitnehmen? Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. Pogi, du Schlingel. Okay, Topflappen konnten wir nehmen. Die Spüle, noch ein Topf. Irgendwie ist hier nichts weiteres Brauchbares, können wir nutzen. Ich koch mir lieber mein Extrasüppchen. Scheint mir nicht so. Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Sonst redest du ja auch mal mit allem. Der Poki? Ah ja, hier ist einer meiner eigenen seltenen Auftritte im Spiel. Und zwar habe ich tatsächlich die Rolle des Kochs gesprochen. Beziehungsweise, naja, gesprochen kann man kaum sagen, weil er sagt ja kein Wort. Er macht nur Grumpflaut. Aber das habe ich selber gemacht. Und ich habe versucht, sehr viel charakterliche Tiefe einzustreuen. Oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Wie habe ich das gemacht? Ja. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich mich immer so ein bisschen so gesehen wie ein Popeye mit Kochmütze. So verstehe ich mich auch als Game Designer. Ja. Gut. Dann war das der Raum hier. Gucken wir mal, was hier noch ist oder war. Was es hier vorne gibt. Ich gehe zu Gang. Na, geh durch. Könnte hier schon irgendwie jetzt nichts weiter zu sein. Aber hier hätten wir Poki nochmal. Ich glaube, den hatten wir letztes Mal vergessen. Das war hier, wo der Portier sitzt. Wo wir geschnappt worden sind. Aber wir machen noch schnell eins. Und zwar... Genau. Wir verschandeln nochmal die Blume. Da hätten wir ein Bild. Das gucken wir uns mal an. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Okay. Sehr blühende Fantasie, würde ich sagen. Was hältst du davon, Harvey? Ich sehe den Kopf von Dr. Marcel auf einem Schaschlikspieß. Und ich sehe ein gut aussehendes Bugs Bunny-Double mit Hunger auf Schaschlik. Der Künstler hatte offenbar eine kranke Fantasie. Ich würde sagen, du bist der Interpret des Künstlers und, naja, ne, also, Harvey. Auf diesem Bild schneidet Captain Unbrauchbar das Ohr von Nützlich Boy ab. Es gibt eine Reaktion in Edna bricht aus, die kann man einfach nicht verstehen, obwohl sie eigentlich auf das Spiel selbst referenziert. Und zwar, wenn man sich das Bild anguckt, sagt Edna, ich sehe ein kleines Kind im Bauch eines Walfisches oder irgendwie sowas in der Richtung. Das erkennt sie in dieser modernen Kunst. Und die Lösung zu diesem Satz, also die Auflösung, warum sie das da drin erkennt, sieht man in der Vergangenheit. Und zwar ist dies ebenfalls eine Szene, die in der verloren gegangenen dritten oder vierten Tempomorph-Szene verschütt gegangen ist. Und zwar wurde sie von ihrem Vater bereits als Kind hier in die Anstalt geschleppt und muss dann halt hier warten. Und macht sich natürlich wieder selbst auf den Weg, weil sie halt eben auch als Kind schon so aufmüpfig war. Aber am Anfang sollte sie dann dort in dieser Sitzgruppe sitzen
und mit den Beinen baumeln und hinter ihr, also der ganze Raum war ähnlich wie die anderen Tempomorph-Szenen im Gegensatz zur Realität halt aus kindlicher Perspektive enorm verzerrt und hinter ihr hing halt ein großes Bild von einem Walfisch, der halt mit groß aufgerissenem Mund irgendwie sie zu verschlingen drohte, wie sie halt irgendwie in dieser Sitzgruppe sitzt. Kein Wunder, dass sie da aufstehen wollte. Weil sie sich gerade nicht nur in der Szene wie ein Kind im Bauch eines Walfisches oder das bedroht wird, von einem Wal gefressen zu werden, fühlte, sondern halt auch eigentlich inhaltlich, weil sie diese Therapie, die ihr Vater für sie vorgesehen hat, ablehnt. Tja. Interessant. Wir gehen jetzt wieder eine Runde zurück, gucken, was wir da noch machen konnten. Wir konnten ja eh durch diese eine Tür noch gehen und ich wollte mir gern nochmal die Räume angucken, weil ich würde sagen, wir haben einen ausgelassen. Bei der Treppe, würde ich sagen, haben wir einen ausgelassen. Genau, den Raum. Da würde ich gerne rein. Hopp, hopp. Notiz, Postkarte. Da liegt noch ein Formular, siehst du? Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Wo du ja nicht gerne hingehst. Alles klar, mittlerweile füllt sich unser Inventar doch gemächlich, ne? Gut. Den Raum hatten wir soweit, glaube ich, letztes Mal schon gehabt. Wir gehen dann wieder hoch. Und gehen in den Raum, der hier links war. Und schauen, wo wir jetzt hier landen werden. In der Küche und da ist der Raum. Keine Suppe heute. Schade. Gut, wir haben hier einen Aushang, Senf und Ketchup. Ansehen. Ketchup. Ketchup E001, Cadmium, Tomatenersatzstoffe aus Uranrückständen. Ketchup für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ketchup ist kein Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet. Okay, das scheint irgendwie... ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ansehen. Senf E005, E007... Benzolsäure, Kerosin. Warnung, leicht entflammbar. Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Für die Bundeswehr? Die können damit wohl umgehen, meinst du, ja? Nicht schlecht. Ja, hier die Objekte Ketchup und Senf aufnehmbar zu machen, ist eine Designentscheidung, die ich mir tatsächlich heute, wo ich an nicht-studentischen Projekten arbeite, nicht mehr erlauben darf. Also schon allein, dass man halt zwei Items mit sich rumschleppt, die theoretisch überall dasselbe machen eigentlich, aber dann doch hier und da in Aktion halt nur um ein Wort voneinander abweichen, das ist eigentlich totaler Irrsinn. Es ist eigentlich totaler Irrsinn. Irrsinn. Ich finde die Idee recht lustig. Ein neuer Raum. Sigi. Ziggy Jung. Hässlicher Mann. Das ist unser Doktor. Benutzen. Gucken, ob das klappt. Alles klar. Benutzen. Können Ketchup ohne ranschmieren. Sehr schön. Ansehen. Wir fangen mit Sigi an. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. So wie immer. Einen muss es ja geben, der immer alles besser weiß, ne? Danke, Sigi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Deinetwegen bin ich hier. Ja, schleicht die. Sonst gebt ihr Sigi paar Watschen hinter die Gorschen. Sehr schön. Alles klar, ansehen. Der große Deuter Jung. Dem reden wir auch mal. Uhu. Ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Kleines Mädel, ich habe Kaffeepause, wenn es genehm ist. Alles klar. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Damit reden wir auch mal, gucken, was HW da jetzt macht. Buh! Nichts. Okay, HW klemmt sich das also.
Gut, dann hören wir uns mal Poki an und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach, Dr. Marcel. Dr. Horatio Marcel. Natürlich hängt er sich in seiner eigenen Bildergalerie auf gleiche Höhe mit C.G. Jung und Sigmund Freud. Ich mag tatsächlich die Gespräche, die man mit diesen Bildern führen kann. Ich glaube, einen von denen habe ich auch gesprochen, oder? Habe ich Sigmund Freud gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich hätte jetzt so erzählen können, dass das ein Kindheitstraum von mir gewesen ist, einmal Sigmund Freud zu sprechen. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Verdammt. Scheiße. Ja, die meisten wissen ja oder können sich denken, dass ich ein großer Fan von den Lehren Sigmund Freud bin. Die wenigsten wissen allerdings, dass ich damals, als ich noch in Wien gewohnt habe, nur zwei Türen weiter von ihm gewohnt habe in meiner Kindheit und wir zusammen oft im Billardsalon waren. Und da ist auch dieser Song entstanden hier. Es war 1872 in Wien. So ein Typ namens Sigmund lebte in unserer Straße. Er trug eine Brille, studierte Medizin. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn hasste. Er schlug mich am Flipper, er schlug mich im Schach. Er schlug mich bei jeder erdenklichen Sache. Die Niederlagen ihrerseits schlugen mir nach und nach auf mein Gemüt. Und ich schwörte Rache, ich stahl seine Schlüssel, lockte ihn aus dem Haus, um durch die Veranda-Tür einzusteigen. Mein Herz klopfte Sturm, denn ich wusste es genau, und dieses eine Mal würde ich's ihm zeigen. Und so hab ich Sigmund Freuds Schachbrett zerknickt. 1-0 für mich, psychologischer Sieg. Jahre vergingen, die Reue blieb nach. Ich fühlte mich allmählich wie ein Verbrecher. Der Scherz, von dem ich mir einst Freude versprach, entpuppte sich langsam als Freundschaftsversprecher. Ich... Scheiße. Nein, verdammt. Wie live. Es war 1872 in Wien. So ein Typ namens Sigmund lebte in unserer Straße. Er trug eine Brille, studierte Medizin. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn hasste. Er schlug mich am Flipper, er schlug mich im Schach. Er schlug mich bei jeder erdenklichen Sache. Die Niederlagen ihrerseits schlugen mir nach und nach auf mein Gemüt. Und ich schwörte Rache, ich stahl seine Schlüssel, lockte ihn aus dem Haus, um durch die Veranda-Tür einzusteigen. Mein Herz klopfte Sturm, denn ich wusste es genau, und dieses eine Mal würde ich's ihm zeigen. Und so hab ich Sigmund Freuds Schachbrett zerknickt. 1-0 für mich, psychologischer Sieg. Jahre vergingen, die Reue blieb nach. Ich fühlte mich allmählich wie ein Verbrecher. Der Scherz, von dem ich mir einst Freude versprach, entpuppte sich langsam als Freundschaftsversprecher. Ich... Scheiße. Nein, verdammt. Wie live.